Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bully die Ehrenrunde. Und ich habe wieder einiges zu berichten. Und zwar folgendes: Jeden Tag, aber wirklich fast schon jeden Tag, kommen neue Gerüchte und neue Leaks über Bully 2. Dass scheinbar nächstes Jahr, also 2019, erscheinen soll, nachdem Red Dead 2 für den PC erschienen ist. Ja. So ist momentan der Stand aus Gerüchten und. Also, wie gesagt, so ist halt momentan der Stand der Dinge. Oh, Kunst 4, da muss ich hin. Kunst 4, da muss ich unbedingt hin. Also wie gesagt, so schaltet jetzt momentan der Stand der Dinge. So, noch hier mache ich wieder die Spielmusik von mir an. Ups, falsch. Hier. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Ah nein! Gibt's doch nicht, ich hab schon wieder verkackt. Das gibt's doch echt nicht. Zwischenzeitlich wird's echt ein bisschen erbärmlich. Schon ekelhaft. Gott, ey. Putzt der hier mal einfach über den Gang. Warum hat er das überhaupt getan? Oh, ich würde. Nee, eigentlich. Doch, eigentlich muss ich ja noch auf den Nachmittagsunterricht warten. Ich weiß nicht, was heute Mittag drankommt. Was kam denn am Mittag zur Kunst? Das weiß ich gar nicht. Okay, ich habe scheinbar keine Blumen mehr. Weiß ich schon. Ich werde einfach in der Bibliothek neue sammeln. Wir müssen erstmal schauen, dass der Unterricht gleich losgeht. Damit ich weiß, welcher Unterricht es ist und ich eventuell dann. Mit der Unterricht nicht an. Von 13 Uhr bis 15:30 Uhr. Zeigt mir der Unterricht gar nicht an.
Eigentlich komisch, weil eigentlich zeichnet er unter dem an. Egal. Speichern wir und mach dann mal weiter mit der Aufgabe. Was? Ein bisschen was? Ein bisschen Hilfe, IV? Muss ich jetzt nicht verstehen. So, die Köchin braucht Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Wir werden nie, wirklich nie in dieser Kantine essen. Niemals. Wirklich niemals. Weil das ist ja ekelhaft. Ach, das ist das Fahrrad. Oh mein Gott, was ist das für ein Hackteil? Ja, aber das Ding macht gut Speed, muss ich schon sagen. Okay, mehr oder weniger. Der Polizist muss mir ausweichen. Da war auch nicht. Muss ich da rein? Oh, scheinbar schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall auf jeden Fall haben wir jetzt Blumen und auch Berlin. Aber ihr habt zurückgekommen, ne? Das Fleisch ist nicht mehr ganz frisch. Nein. Ach, Müll. Ein wenig Müll. Ein Wäschesack. Schon komisch, dass die Schule nicht angezeigt wird, beziehungsweise mein Ziel. Aber man weiß ja zum Glück, wo die Schule ist. Das ist jetzt mal
Wie jetzt? Eine halbe Ewigkeit später wird es endlich angezeigt. Super. Mann, bin ich schnell, hä? Oh mein Gott, die Streber machen wieder Ärger. Ja. Ja, ekelhaft. Der Verkäufer sagt, das Fleisch läuft heute noch ab. Und sie sagt, es hält sich noch einen Monat. Und da gibt es wirklich Leute, die hier sitzen und essen. Ist ja ekelhaft. Was? Raps Herausforderung. Kinokarten, Raps Herausforderung. Zeitungsjungen in Droh. Rasenmähen Park 1, Zeitungs- und Window, die zwei Sachen. Gut, ich würde sagen, wir kümmern uns dann mal darum, um die Preps-Herausforderung. Und wir tun halt Rasenmähen, ne? Geht auch. Allerdings würde ich gerne vorher. Würde ich vorher gerne meinen Roller holen, also beziehungsweise mir einen Roller besorgen. Also einfach mal so. Eine Folge lang nur Tickets, 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 Tickets. Man muss aber schon sagen, es war schon relativ Also ich sage mal so, auf der, also in der, auf der PlayStation 2 war das Ding übelst laut. Muss man kurz in die Dinge, in die Option reinschauen, in die Audio-Option, ne? Ja, die SFX-Lautstärke, Sprecher ist hoch und die Musik ist unten, das ist besser. Nö, ändert sich nichts. Rein gar nichts. Aber hier kann man halt die am meisten Punkte kassieren, ne? Oder Punkte kassieren? Da würde mich mal was interessieren. Das passiert, wenn man nicht schnell genug auf A drückt. Mal schauen, dass ich den Kerl hier.
Jawohl. Schon liegt der Wasser, ne? Weil hier kann man bis zu 20 Tickets kassieren. Bei der Schießbude. Problem ist, ich bin leider ganz schlecht in solchen Sachen. Ganz, ganz schlecht. Könnte allerdings meine Freundin fragen, ob sie für mich mal die Schießbude machen will. Schatzi! Okay. Gut. Schießbude, ne? Wie mache ich das denn? Ja, schießen mit A und zielen mit dem Stick. Klar, ne? Schießen mit A. Ja, und du darfst Laschen und Gauner. Frauen nicht. Das ist Frau, ne? Was? Ja, aber halt Zeit. Ja, natürlich hast du erwischt, oder? Bin auch nicht gut darin. Aber wenn man mehr als 400 Punkte schafft, sieht man ja hier unten, gibt es 20 Tickets. Die Flaschen geben jeweils 5 Punkte, diese Gauner geben 10 bis 15, die Mädels geben minus 10 und der Stern, der nur einmal durchfliegt. Ach, Oh. Scheiße. Sophie! Und der Stern, der einmal durchfliegt, also ich habe ihn bisher immer nur einmal gesehen, er bringt ganze 50 Punkte. Das ist ein extrem scheißes Treffen, ne? 140, ja. Genauso viel habe ich auch schon erreicht. Das ist voll schwer. Natürlich, das ist voll beschiss, gell? Das ist mega schwer. Ich glaube nicht, dass man die 400 Punkte überhaupt erreichen kann. Mit viel, viel, viel Übung. Da mache ich lieber Hau den Lukas. Das dauert nicht so lange und da kann man bei jedem Schlag drei Dinger gewinnen. Oder es ist einfacher. Ja, ich meine, du schaust dir mal an. Na, Hau den Lukas. A zu starten und dann muss man A spammen. Und dann geht er hoch. Wenn man gut gespammt hat, geht er bis hoch und kriegt 2 Punkte. Leben von Ist ja Leben. easy. Ja, natürlich. Aber es gibt halt immer nur drei, ne? Ja. Das ist halt. Mitkriegt nur drei, ne? Apropos, hier gibt es noch ein anderes Spiel. Genau, hier, was muss ich hier nochmal machen? Ach ja, genau, da muss ich mit den Bällen diese Dinger da, diese Kerle da abschmeißen. Was muss ich da nochmal erreichen? Triff dreimal Strike, um zu gewinnen. Natürlich, wenn man das andere Ding, wenn man das andere Ding trifft, ist sofort vorbei. Yeah! Weißt du, Mike, gibt auch hier 3 Punkte. Toll. Lohnt sich ja gar nicht. Also ich denke mal wirklich, das Gescheiteste ist hier Hau den Lukas. Weil bei Hau den Lukas kann man eigentlich am meisten Punkte absahen. Und halt natürlich noch die Schießbude, wenn man es denn kann. Aber ich bin nicht so gut in solchen Sachen und meine Freundin, die eigentlich besser ist und sowas, die ist auch nicht, die ist auch nicht besser. Ja, bei einem echten Schießstand wäre das aber kein Problem, da würde ich runterholen. Definitiv. Ich möchte auch abziehen. Hey.